Wie geht's weiter in der Schule nach den Winterferien? Fragt sich der Baumann, der Lehrer aus Berlin. Tja, also ich bin wieder voll im Einsatz. Ich muss mir das jetzt überlegen. Muss gucken, welche Klassen stehen da an, welche Fächer stehen da an. Wie überträgt man den bisherigen Präsenzunterricht ins Netz? Ein bisschen Übung habe ich damit ja schon vom letzten Lockdown. Und der jetzt gerade laufende unterscheidet sich von dem vorhergegangenen im Wesentlichen dadurch, dass man jetzt schon eher damit rechnet, dass das noch häufiger vorkommt und dass wir jetzt unseren Unterricht umgestalten müssen auf eine Art und Weise, dass er nicht nur im Klassenraum stattfinden kann als Präsenzunterricht, sondern auch online. Wie könnte das aussehen? Nun ja, also ich habe ja auch vor kurzem ein Video gemacht, wie das World Economic Forum sich diese Public-Private Partnerships vorstellt in Bezug auf Schule, dass dann der Unterrichtsstoff quasi fertig geliefert wird von IT-Unternehmen, die dafür sorgen, dass dann der Lehrer letztendlich nur noch so eine moderierende Rolle hat. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man diese moderierende Rolle nicht auch noch wegrationalisieren und diesen ganzen Online-Unterricht so automatisieren, dass die Schülerinnen und Schüler selbstständig arbeiten können? So, das ist jetzt nicht mein Wunsch, das ist jetzt auch nicht meine Idee. Aber das ist genau das, was bei den IT-Unternehmen im Moment gedacht wird. Genau das wollen sie anbieten. Ja, weil wenn ich mir die ganzen Kosten für Schulgebäude und für Lehrer spare und ersetze quasi durch so eine Art YouTube-Unterricht, dann spare ich so viel Geld, jedenfalls soweit die Theorie, ne, dass sich alle freuen. Weil das könnte man dann zum Beispiel zur Corona-Bekämpfung einsetzen oder zum Aufbau von all dem, was gerade kaputt gegangen ist. In irgendeiner Art und Weise. Ich hatte schon mehrfach darauf hingewiesen, dass diese Dinge nicht von alleine entstehen, dass wir uns jetzt wirklich einen Kopf machen müssen, wie unsere Zukunft jetzt aussieht. Einfach nur sagen, jetzt schalten wir wieder auf alte Normalität geht nicht. Kriegen wir nicht mehr hin, weil viele Lieferketten sind zerstört. Vieles, was wir vorher hatten, wird nicht wieder auferstehen. Ne? Irgendwelche Kreuzberger und Neuköllner Kneipen hier in Berlin, die Jahrzehnte oder sogar ein Jahrhundert existiert haben, die gibt es nicht mehr. Die Betreiber waren vielleicht auch schon alt, die haben einfach dicht gemacht. Die haben einfach gesagt, wir können es nicht mehr ertragen. Können die Kosten nicht mehr tragen, unsere Kunden kommen nicht zurück. Also es geht auch ein Stück Kultur verloren. Wie sieht es jetzt in der Schule aus? Was kommt da zurück? Der alte Präsenzunterricht? Ich zweifle immer mehr daran, dass der in dieser Form, wie wir ihn bisher gekannt haben, überhaupt zurückkommt. Ich zweifle auch daran, dass manche Fächer wieder so betrieben werden, wie sie ehemals betrieben wurden. Ja. Also wir haben seit langem in der Schule auch inhaltliche Probleme, was zu vermitteln ist. Diese inhaltlichen Probleme, die resultieren natürlich auch aus einer gewissen Bequemlichkeit des ganzen Apparats. Ich spreche jetzt nicht von meiner Schule, ich spreche von Schule insgesamt. Der Apparat ist träge. Hängt der Wirtschaft locker 10 Jahre hinterher und der Abstand nimmt zu. In der Schule kann man sich nicht vorstellen, wie schnell man in der Wirtschaft Dinge umsetzt und machen kann. Und diese digitale Schule, die jetzt auf uns zurollt, die ist sofort da, wenn die Infrastruktur läuft. Das heißt, das, wonach wir jetzt rufen,
rüstet jeden Schüler mit einem Tablet aus oder einem Computer oder einem anderweitigen Zugang. Sobald das steht, brauche ich den Präsenzunterricht nicht mehr. Diesen teuren, behäbigen Apparat mit all den Gutmenschen, die Gutes möchten und meinen und tun und jeden Tag in die Schule fahren und die U-Bahn verstopfen, CO2 erzeugen und Steuergelder beanspruchen. Die wird man da nicht mehr brauchen. Das müssen wir ganz deutlich sehen. So, ich will das gar nicht bewerten. Ich sage dazu jetzt nicht, das ist gut oder das ist schlecht. Ja? Warum nicht? Naja, weil man Veränderungen gegenüber natürlich auch offen sein muss. Aber das müssen vernünftige Änderungen sein. Es muss etwas sein, was etwas taugt. Und zu diesem Zweck kann ich jedem nur empfehlen, die Klappe jetzt und sofort ganz weit aufzureißen und seine Forderungen auf den Tisch zu packen. Wie sieht eine vernünftige Zukunft aus, die selbst in einer möglichen Gesundheitsdiktatur noch funktionieren würde? Wir wollen etwas lernen. Das ist mein Ausgangspunkt. Wir wollen Kompetenzen erwerben. Also ich habe jetzt einfach dadurch, dass ich relativ frei agieren konnte, in dieser Schocksituation seit Corona anfing, sehr, sehr viel gelernt. Ja, also auch im Umgang mit diesen Geräten, auch in Bezug auf Kommunikation, auch bezüglich der Einschätzung meiner Mitbürger, wozu sie fähig sind, was sie denken, was sie tun. Und wie sagte man noch immer so schön, du wirst sie an ihrem Handeln erkennen. Ja, natürlich, daran können wir sehr viel ablesen. Da brauche ich gar keine Worte mehr hören. Diese ganzen Trolle, die hier durchs Internet trollen und nur noch Leute beschimpfen. Ich weiß gar nicht, was die überhaupt machen. Die kann man getrost ignorieren, weil jemand, der nichts beiträgt zur neuen Normalität, zu dem, was wir jetzt hier vorfinden, an Gedanken, an Handlungen, an sinnvollen Handlungen und sinnvollen Gedanken, spielt in Zukunft keine Rolle. Und auch eine Schule, die alte Normalität schult, wird in der neuen Normalität keine Rolle spielen. Ich verweise nochmal auf mein Video zum World Economic Forum Schooling. Ja? Frau von der Leyen sagte jetzt so ganz selbstverständlich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, da kann man viel lernen, da sieht man die technischen Entwicklungen dieser Welt. Der Martin Sonneborn, der hat das anscheinend weiter getwittert oder so. Muss ich nochmal gucken, ob ich da was finde. Am meisten können wir lernen, wenn wir unsere Augen und Ohren aufmachen und selbst nachdenken. Und selbst unsere Zukunft gestalten. Die Zukunft kommt nicht von oben. Zukunft kommt von uns. Das, was wir wollen. Kritisch bleiben, Fragen stellen, Antworten geben, die Sie für richtig halten. Die Leute beschimpfen gehört nicht dazu.